Ja, ich darf auch alle ganz herzlich begrüßen, die gekommen sind bei so einem grausligen Wetter jetzt, ja. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen, also ich finde es schöner, als wenn die Sonne scheint, ja. Dann will man lieber raus ein bisschen wandern oder schwimmen gehen und so hat man so kontemplatives Wetter, ja. Wir waren auch schon gegenüber auf dem Berg, aber wir haben nicht viel gesehen, ja. Alles in Wolken. Schön, aber trotzdem, wir nehmen uns Zeit für dieses Thema. Also Gesetz und Gnade hast du gefragt, warum ich da auf das Thema komme, ja. Also ich beschäftige mich halt viel mit Prophetie, also viel mit Daniel und Offenbarung und diesen Themen, ja. Und mag das auch gerne, aber ich glaube, das ist wie beim guten Essen, ja. Ein gutes Essen hat auch immer so einen Kontrapunkt. Das ist nicht nur cremig, das ist auch ein bisschen Zitrone dabei, ja. Und nicht nur Zitrone, sondern auch ein bisschen Creme dazu und in der Kombination schmeckt das eigentlich dann viel besser. Und für mich ist dieses Thema Gesetz und Gnade mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar noch wichtiger als diese prophetischen Themen. Weil das Thema Gesetz und Gnade spricht in unser Leben rein, in unser Gottesbild, in unser Glaubensbild. Und ich vermisse das heute eigentlich überall sehr in den Gemeinden, dass man über dieses Thema Gesetz und Gnade nicht mehr spricht. Ja? Das Gesetz ist das, was Gott uns eigentlich vorgibt, was wir tun sollen. Und wenn man sein Christsein ernst nimmt, dann merkt man, dass man da immer wieder dran scheitert. Und die Auflösung für dieses Dilemma ist Jesus Christus und Golgatha. Aber die Predigt, die die Bibel uns gibt, und besonders der Apostel Paulus, ist der alte Mensch und der neue Mensch. Ja? Der Mensch in Adam und der Mensch in Christus. Der fleischliche Mensch und der geistliche Mensch. Paulus hat ganz vielfältige Beschreibungen für diese Situation. Und das wird oft in der Christenheit heute vollkommen negiert und ausgeblendet. Ja? Luther hat dazu gesagt, Gesetz oder Stellung und Wandel, das waren für ihn diese beiden Themen. Die Stellung in Christus vor Gott, sagt Luther, ist perfekt. Warum? Weil der neue Mensch ja nach Gottes Bild geschaffen ist. Aber unser alter Mensch, der ist halt immer noch der alte Adam. Das hat man ja sogar im Sprachgebrauch, ja, den alten Adam, der wird ja immer wieder mal zitiert. Ja. Und der ist halt auch noch da mit seinen Neigungen und seinen Vorlieben. Und diese Diskrepanz in diesen beiden Naturen, die empfinden die Menschen halt. Ja. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt zu mir, du musst aber auch das Gesetz halten, dann frage ich immer gerne zurück, mit meinem alten oder mit meinem neuen Menschen? Mit wem soll ich denn jetzt das Gesetz halten, ja? Und das sind so Fragen, wo dann jemand auch ins Stocken kommt und sagt, weiß ich jetzt gar nicht genau, weil ich höre oft im Internet auch immer, dass wir das Gesetz halten müssen. Also da gehen ja manche Leute auch so weit und sagen, wir müssen den Sabbat halten. Und manche sagen sogar, wir müssen bestimmte Speisegebote halten. Und wir müssen auf jeden Fall die 10 Gebote halten. Und wir müssen dies halten und jenes halten. Und dann sage ich immer, nee, wir müssen was sein. Wir müssen was sein. Wenn wir etwas sind, wenn wir von Neuem geboren sind, dann tun wir auch das, was in Christus gut ist. Ja? Aber ich höre oft, dass Brüder und auch Schwestern im Internet auch immer wieder sagen, und auch in den Gemeinden, auch in unserer Gemeinde, ja, dass wir bestimmte Dinge tun müssen, um vor Gott gefällig zu sein. Aber die Bibel sagt, der alte Mensch, der schafft das nicht. Und wenn man unter so einer Verkündigung ist und diese Verkündigung auf den alten Menschen angewendet wird, dann gibt es Christen, wenn die das ernst nehmen, dann werden die daran psychisch krank. Die werden traurig, weil die merken nämlich diese Diskrepanz zwischen dem Anspruch, der an sie gestellt wird aus Gottes Gesetz und dem eigenen Versagen und dem eigenen, wie soll ich da sagen, zu schwach sein, um das Gesetz zu halten. Und das macht Menschen krank, das macht die traurig. Ja, viele Christen wollen das ja auch gerne nach dem Gesetz Gottes leben. Paulus schreibt aber selber von sich, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, was dem Gesetz des Geistes widerstreitet, ja, und was mich darin gefangen nimmt und wo ich drin verzage. Und ich sage, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ja? Das heißt, Paulus, der große Apostel, der große Völkerapostel, leidet selber unter dieser Diskrepanz der Forderung des Gesetzes an ihn und seiner Schwachheit, das Gesetz nicht zu halten. Und das haben wir heute oft in der Christenheit,
Weil die Christenheit viel über schwärmerische Dinge spricht, über Zeichen, über Wunder, über Zungen. Manche reden auch wieder über Sachen, wo wir das Gesetz halten müssen. Ja, das sind dann wieder so etwas strengere Kreise. Dann gibt es ein bisschen liberalere Kreise. Dann gibt es Kreise, die sind vielleicht etwas schwärmerisch. Ja? Manche sind ein bisschen versprödet. Jeder hat so seine Ausprägung. Aber diese Predigt von dem neuen Menschen in Christus, der dem Gesetz enthoben ist, weil das Gesetz ihn nicht erreicht, weil das Gesetz gilt nur auf Erden, aber unser neuer Mensch, dessen Bürgerrecht ist ja im Himmel. Ja? Der neue Mensch ist ja nach Gott geschaffen, oder? Der ist ja in Christus aus Gott geschaffen. Also hat das Gesetz an unserem neuen Menschen auch nichts auszusetzen. Ja, das würde ja bedeuten, dass ich, wenn ich in Christus bin, dass ich dann vor Gott gut bin. Ja, natürlich. Ja? Obwohl wir uns vielleicht nicht so empfinden. Unser Empfinden über uns selber ist etwas anderes. Oft sind wir da verzagt. Manchmal sind wir auch hochtrabend. Ja? Und dann, ja, wie sagt man, zu Tode betrübt. Und wie heißt das andere? Himmelhochjauzend. Das, genau. Also manchmal sind wir himmelhochjauzend und dann zu Tode. Ja, denn wir sind wetterwendig. Unser Empfinden von unserer alten Natur ist mal so und mal so. Und in dieses natürliche Empfinden, wie wir uns mit unseren fünf Sinnen empfinden, ruft Gottes Wort uns eine Wahrheit hinein, die wir natürlicherweise nicht empfinden. Dass wir nämlich in Christus neu geboren sind, dass unser neuer Mensch dem Gesetz Gottes enthoben ist, dass der neue Mensch vom Gesetz Gottes überhaupt nicht erreicht wird. Wenn der neue Mensch vom Gesetz erreicht würde, hätte das Gesetz nichts an ihm auszusetzen, weil der ist ja nach Gott geschaffen. Ja, das ist eine ewige Wahrheit, die die Bibel uns zuruft, in die ein großer Trost ist für uns im Glaubensleben. Weil jetzt fange ich an, mich aus der Bibel heraus zu verstehen. Was passiert denn überhaupt mit mir? Was geht denn hier ab bei mir? Ja? Ich erlebe ja dasselbe, wie der Paulus auch erlebt hat in Römer 7. Und dann dürfen wir auch nach Römer 8 gehen. Also ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Ja? Das heißt, der Paulus hat einen Ausweg gefunden aus diesem Dilemma. Und jeder, der wirklich Jesus nachfolgen will, der kommt in dieses Dilemma. Das ist auch ganz normal, natürlich, natürlich, geistlich, ja, geistlich, natürlich. Und die Gemeinden geben dafür meiner Meinung nach zu wenig Antwort, ja. Und deswegen habe ich gedacht, ist das ein guter Kontrapunkt zu Daniel und Offenbarung, ja, weil die Prophetie, die ist so ein bisschen intellektuell und manchmal so ganz außerhalb von unserem Alltagsleben. Einen Bruder habe ich gefragt, von der Liebenzeller Mission. Ich habe ihn gefragt, ob die mir ein Gutachten schreiben können. Theologisches Gutachten hätte ich gerne gehabt über Daniel. Und da hat er mich gefragt, wieso ich das haben möchte. Er hat erst gesagt, ich sage zu ihm, schreib dir auch theologische Gutachten. Dann sagt er zu mir, wieso, der Latzel ist doch freigesprochen worden. Das ist eigentlich nicht für Latzel, für mich, ja. Ja, wieso das? Ja, wegen Daniel, sage ich. Ich hätte gerne ein theologisches Gutachten. Ich würde gerne in Auftrag geben für 4, 5 Fragen. So nach dem Motto, wo steht denn in Daniel dies und das? Was steht in Daniel, was steht nicht? Macht ihr sowas? Ja, sagt er, wusste auch nicht. Was hat denn das mit ihrem persönlichen Glaubensleben zu tun? Das sag ich, gar nichts. Das ist der Daniel halt, das ist Gottes Wort. Gottes Wort interessiert mich, ja. Aber zunächst hat er mal nichts mit meinem persönlichen Glaubensleben zu tun. Ich höre hier einem Staatsmann zu, der von einem Engel unterrichtet wird. Und zum Schluss vom Sohn Gottes selber, Daniel 10, ja. Da darf ich zuhören. Das hat zunächst mal mit meinem Alltagsleben, mit meinem Wandel nichts zu tun, ob ich pünktlich auf der Arbeit bin, ja, oder meine Hausaufgaben vollständig mache. Damit hat Daniel erst mal nichts zu tun. Aber natürlich damit, dass ich sehe, dass Gottes Wort wahr ist, das schon. Ja. Das heißt also, es gibt deswegen, das war die lange Antwort auf eine kurze Frage, ja, warum ich Gesetz und Gnade so mag. Ich finde das fast noch wichtiger als diese prophetischen Dinge, weil sich der geistliche Mensch in Christus plötzlich anfängt, aus dem Wort Gottes zu verstehen. Das ist was Wertvolles. Das heißt, wir haben hier biblische Lehre, die gleichzeitig seelsorgerlich ist. Wir haben aber keine schwache Seelsorge, die irgendwie versucht, mit Allgemeinplätzen große Not in einem Menschen irgendwie zu trösten, sondern wir haben begründete Hoffnung, weil wir aus dem Evangelium schöpfen. Und das Evangelium erklärt uns, wer wir in Christus sein dürfen und wer wir in Adam immer noch sind. Und dass diese beiden Naturen gegeneinander streiten, die sind wider einander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt, sagt Paulus im Galaterbrief. Ja? Und dieses innere Zerrissenheit ist nichts etwas Ungewöhnliches. Das kommt, weil der neue Mensch nach droben sich sehnt und der alte, der sehnt sich halt nach unten. Ja? Bitte? Dem eigenen Leben. Nach dem eigenen Leben.
Ja, genau. Und diese Themen, die kann man sehr schön in der Bibel dann sehen und aufarbeiten. Das macht froh, ja, das macht froh, weil man weiß, ich bin nicht verrückt. Ich bin auch nicht psychisch krank. Ich habe die Wahrheit gefunden. Aber die Wahrheit, die ist so glitzernd hell, die leuchtet in mein Herz hinein und die zeigt, wer ich bin. Und dann erschrecke ich mich vor mich selber, ja. Ich sage da manchmal, das ist die Höllenfahrt ins eigene Ich, ja. Und diese Schulung, die Gott uns dazu teilwerden lässt, wenn er uns zeigt, wer wir sind, und das sind sehr private Augenblicke, da wird nicht drüber gesprochen in der Öffentlichkeit, ja. Das sind sehr private Augenblicke, die wir haben mit Gott in Christus dann, ja. Da schult Gott uns, und um uns zu zeigen, dass wir die Gnade brauchen. Wir müssen immer wieder zurück nach Golgatha. Ohne Golgatha geht das nicht, ja. Aber wenn wir in so einer Schule unterwegs sind, dann müssen wir auch das Wort Gottes haben, was uns zeigt, was da passiert in uns. Ja, und das macht Gott auch nicht immer, ja, das ist nicht jeden Tag und auch nicht jeden Monat oder jedes Jahr, aber es gibt so ganz private Phasen zwischen Gott und mir. Und da sich aus dem Wort Gottes zu verstehen und dieses Gesetz und Gnade, das ist, glaube ich, was ganz Wertvolles. Ja. Und da fangen wir an mit dem Abraham, weil Abraham ist das Urgestein der Erzväter. Ja. Also Abraham ist tatsächlich ein sehr besonderer Mann, sehen wir auch gleich, mit einem sehr besonderen Glauben. Ich nehme das halt vorweg, der Abraham hatte einen Auferstehungsglauben, ja, der hat an die Auferstehung geglaubt, und zwar in 1. Mose 22 schon. Das ist relativ früh. Das könnt ihr euch auch gut merken, 22 Buchstaben hat das hebräische Alphabet. 22 ist immer so, Leidenskapitel sind immer so 22er Kapitel. Psalm 22 ist ein Leidenspsalm, ja. 1. Mose 22, Opferung Isaaks. Das ist so meine Eselsbrücke, deswegen weiß ich das halt, ja. Also 1. Mose 22, und das ist ja 1. Buch Mose, geht schon um die Auferstehung. Hui, das ist aber früh, ja. Ja, dann müssten ja eigentlich alle Juden Christen sein. Ja, natürlich. Was ist denn mit den Juden? Die sind leider zu spät, ja. Wir wünschen ihnen Glück, dass sie auch Jesus erkennen. Das ist ja ihr Messias, ja. Aber das steht in ihrem Tanach. In ihrer Tora, ja. Und das schauen wir uns mal an, weil das ganz, ganz spannend ist mit dem Abraham. Ich habe euch ein bisschen Geografie mitgebracht, wo der Abraham überhaupt herkommt. Vorher hieß er ja Abram und später dann Abraham, ja. Der kam aus Ur in Chaldea, ja, das liegt hier unten. Und zwar sagt die Bibel jenseits des Euphrat. Aber von Israel aus gesehen liegt dieses Ur in Chaldea nicht jenseits des Euphrat, sondern diesseits des Euphrat. Und die jüngere Forschung, die hat festgestellt, dass es hier oben noch ein Ur gibt. Ja? Und dass Abraham wohl, ist nicht ganz so wichtig, ja, wollte es der Vollständigkeit halber erwähnen, dass der Abraham hier ausgezogen ist und dann kommt er bis Haran erst. Das ist nicht so sehr weit, ja. Er ist ja mit seinem Schwiegervater ist er ausgezogen und die sind dann irgendwie nur bis da, nicht ins gelobte Land, er ist nicht so weit gekommen. Der ist da so unterwegs, ist der irgendwie hängen geblieben, hat diesem Ort den Namen seines Sohnes gegeben und da ist der Tara dann da verstorben und dann ist Abraham von da aus dann weitergezogen. Abraham ist ins gelobte Land gekommen. Und in Ostfriesland gab es mal einen alten Prediger, der wurde während einem Geburtstag aufgefordert, zum Ende des Geburtstags noch ein Wort Gottes zu sagen. Dann ist er aufgestanden, hat er gesagt, auf seiner ganz trockenen norddeutschen Art, Abraham folgte Gott nach. Lot folgte Abraham nach. Das ist ein Unterschied. Amen. Das ist ein Unterschied. Ja? Abraham folgte Gott nach. Lot folgte. Das findet ihr ganz häufig. Ganz häufig. Ja? Ganz viele folgen den Theologien nach. Ja? Folgen Menschen nach. Ich sage es mal ganz frontal, ihr nehmt mir das bitte nicht übel. Ja? Katholiken folgen dem Papst nach. Nicht übel nehmen, ja? Ich will da nur ein Beispiel machen dran. Die Evangelischen folgen ihrem Luther nach. Die Freikirchen, weiß ich nicht, da hat jeder so seinen kleinen Papst. Wir sind auch nicht besser wie die anderen, ja? Ja, wir sollen Jesus nachfolgen, ja? Und dann kann der eine oder andere Bruder oder Schwester kein Hilfsmittel sein. Gar keine Frage, ist doch auch gut, ja? Aber zum Schluss finden wir immer zu Jesus, wir finden zum Wort Gottes. Und aus dem Wort Gottes, da suchen wir unseren Glauben. Ja? Nicht in den Theologien, aber das findet man überall, ja? Dass es viele Lots gibt, die dem Abraham nachfolgen. Und viele Teras, die nur bis Haran gekommen sind. Da kann man sehr schön sehen. Ja? Abraham geht dann weiter. Ja? Also er zieht dann auch weiter von dort aus, ja, bis nach Sichem. Und von Sichem aus zieht er dann, also eigentlich zieht er von Sichem erst hier runter, auch mal nach Ägypten. Während der Hungersnot
hat er so eine schwache Phase. Auch Abraham ist erst wachstümlich, ist das so Stück für Stück geworden, dass er Vertrauen in Gott bekommen hat. Ja, das hat lange gedauert bei ihm. Also Abraham zieht im Jahre der Hungersnot nach Ägypten runter. Und dann kommt er nach Ägypten, von Ägypten wieder zurück, nach Gerar, Beersheba. Und dann kommt er hier oben nach Hebron. Und in Hebron kauft er die Höhle von Machpella. Und in dieser Höhle von Machpella in Hebron, da ist Abraham begraben worden und seine Frau Sarah und noch einige andere, habe ich euch auch Bilder mitgebracht. Grab der Patriarchen in Hebron, das ist es, hier die israelische Armee, ja, die bewachen das. Und das ist natürlich jetzt ein Problem, weil die abrahamitischen Religionen, das sind ja Christen, Moslems und Juden, ja, und alle beziehen sich auf Abraham. So, jetzt sind die natürlich, alle haben die ein Problem, weil es gibt ja nur ein Grab und drei Religionen, ja. So, und jetzt müssen die sich das aufteilen untereinander, ja. Das heißt also, jeder darf so seine Ecke kehren, ja. Das sind die Grabstätten hier, ist auch genau aufgeteilt. Also man sieht schon hier, Muslim ist grün, Jewish ist so violett. Dann gibt es Late Arab, Early Arab, Medieval, also das sind verschiedene Baustile, wann das hier gebaut worden ist. Ich weiß gar nicht, wo die Christen da rein dürfen, vielleicht lassen die Juden sie auch irgendwo da rein. Aber seht ihr, das ist genau abgetrennt hier, ja. Hier dürfen halt, gehen die Muslime rein, hier gehen die Juden rein. Hier ist Abrahams Grab, hier liegt Sarah begraben, hier Lea, Jakob, Isaak und Rebekka. Ja? Da sieht man das Grab Abrahams, ja. Ist auch in der Begräbniskirche ist es auch so, da hat jede einzelne Stufe, eine Stufe wird von den orthodoxen Christen geputzt, eine Stufe von den Lutheranern, eine Stufe, ich weiß nicht, jeder hat so seine Stufe und es wird also peinlich genau wieder darauf geachtet, ja. Und die Muslime schließen die Kirche auf und zu, weil die Christen sich sonst so streiten auch, ja. Das ist mal ein Armutszeugnis, ja. Also so ist, so ähnlich ist hier auch, ja. Ja, das habe ich schon gesagt, ja. Das hat der alte Bruder, der hat das da auf dem Geburtstag gesagt. Okay, jetzt schauen wir uns mal an mit Abraham. Der ist ja ausgezogen aus Ur in Chaldäa und dann hat Gott ihm immer wieder Verheißungen gegeben. Ja? Und die Verheißungen, die sind wachstümlich. Das geht immer weiter. Am Anfang verheißt Gott dem Abraham ein Land. Später verheißt Gott dem Abraham die ganze Welt, dass er der ganzen Welt Erbe wird. Und dann verheißt Gott Abraham die Glaubensgerechtigkeit, in der er Abraham alles schenkt. Ja, er sagt, deine Nachkommen werden sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Ja, das heißt, da geht der Segen, die Verheißung Gottes an Abraham geht über den Sand des Meeres hinaus, über die Welt hinaus, bis in den Himmel. Eine himmlische Verheißung für einen Auferstehungsglauben. Das ist neutestamentlich. Ja? Und Paulus hat das im Neuen Testament immer wieder auch den Christen gepredigt und hat gesagt, lasst es nicht durcheinander machen. Dieser Abraham, das ist unser Vater, unser Glaubensvater. Wir sind Kinder Abrahams im Glauben. Warum? Weil wir denselben Glauben haben. Warum? Weil wir auch an die Auferstehung glauben, an die Abraham schon geglaubt hat. Und die Christenheit ist die Erfüllung der Verheißung an Abraham, dass seine Nachkommen sein sollen wie die Sterne am Himmel. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und dass er auch eine irdische Verheißung hat mit dem Volk Israel wie der Sand am Meer. Das wird auch noch kommen. Ja? Aber in Abraham sollen alle Völker der Welt gesegnet werden. Und das nehmen die Rabbiner jetzt mehr und mehr zum und auch viele Christen mittlerweile, um zu sagen, das Heil kommt aus den Juden. Das ist ein schwieriges Thema unter den Christen. Ja? Was ist jetzt mit Israel? Ist Israel Gottes Volk, ja oder nein? Sind die Christen Gottes Volk? Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Ja? Und war für mich auch eine Sache, wo ich auch monatelang mit mir gerungen habe, weil ich das auch immer gehört habe, Israel ist Gottes Volk. Ja? Und dann habe ich mich da länger mit beschäftigt und dann war für mich dann einfach die Frage, also ich sehe es heute so, dass Israel Gottes Volk war, im Alten Testament natürlich, und dass Israel wieder Gottes Volk sein wird, im tausendjährigen Reich, natürlich. Was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten, Römer 11? Also Israel muss wieder angenommen werden von Gott. Ja, was wird das anders sein als Leben aus den Toten? Also Israel wird wieder Gottes Volk sein, natürlich. Aber jetzt ist Israel nicht Gottes Volk. Wenn Israel heute Gottes Volk wäre, dann wärt ihr alle nicht erlöst. Kann man das verstehen? Vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, ja? Und ich weiß, dass da auch viele kämpfen mit. Ich will auch ein bisschen behutsam sein da mit dem Thema, ja? Dem muss man sich langsam nähern.
Wenn Israel Gottes Volk wäre, würde doch der alte Bund noch gelten. Dann müssten wir uns alle, nein, nur die Hälfte von uns müsste sich beschneiden lassen. Ja? Dann müssten wir ja, die 613 Gebote vom Sinai halten. Jetzt ist aber ein neuer Bund begonnen mit einem neuen Priestertum, oder? Wie heißt denn unser hoher Priester? Jesus. Und nach welcher Priesterordnung? Nach der Priesterordnung Melchisedeks. Wo sich das Priestertum aber geändert hat, Hebräer 7, Vers 12, wo sich das Priestertum geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Ach so, ja, welches Gesetz muss sich ändern? Hört ihr, das ist eine ketzerische Aussage in der Bibel, in den Augen der Rabbiner. Wir unterschätzen das, was das damals bedeutet hat. Den Hebräerbrief zu schreiben, da musste man mutig sein für. Der Hebräerbrief sagt, wo das Priestertum sich geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Das heißt, das Priestertum ändert sich vom aaronitisch-levitischen Priestertum in das Priestertum Jesu Christi. Von einem menschlichen hohen Priester zu einem ewigen hohen Priester. Ja? Und dieses hohe Priestertum Melchisedeks, in Anführungsstrichen das Priestertum Jesu Christi, das hört nicht mehr auf. Ja gut, dann kommt das Alte auch nicht mehr. Wenn das alte Priestertum aber von Aaron und Levi, wenn das beendet ist, dann kann Israel nicht Gottes Volk sein. Um Gottes Volk zu sein, müsste Israel in das neue Priestertum Einzug halten, so wie wir aus Gottes Gnade das getan haben. Wenn Israel das tut, dann ist Israel auch im Bund Gottes und dann ist jeder einzelne Israeli, ich habe Kollegen, die sind Israelis, ja, die würden nie sagen, dass sie Juden sind, sind Israelis. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Wenn ein Israeli zum Glauben an Jesus kommt, dann gehört er natürlich zu Gottes Volk. Ja? Das heißt also, Israel war Gottes irdisches Volk und Israel wird wieder Gottes irdisches Volk werden. Aber jetzt ist die Gemeinde Gottes himmlisches Volk. Gott hat heute keine Nation. Nicht mal die Schwaben sind Gottes Volk. Das heißt schon was. Ja? Ja? Gott hat heute kein Volk. Kein irdisches Volk. Keine Nation kann von sich sagen, dass sie Gottes Volk wäre. Entschuldigung, auch Israel nicht. Und ich weiß, wenn ich das sage, dann ist es ziemlich heftig. Und ich kriege da ziemlich auch Widerstand. Ja? Diese Israel-Frage, die kommt gerade hoch und die wird meiner Meinung nach die Welt zerreißen. Das fängt bei den Christen schon an. Ja? Wenn Israel Gottes Volk wäre, dann müsste es auch das Volk Jesu Christi sein. Warum? Naja, weil Jesus Christus doch Gott ist. Ja? Und dann kommt man schon ins Stottern dann irgendwo. Das ist aber eine große Thematik auch. Und man sagt natürlich dann, und man nimmt diese Verse aber nicht komplett, man nimmt die immer so zum Teil. Ja? In Abraham sollen alle Völker gesegnet werden. Wer dich segnet, den will ich segnen. Wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Das hat Gott zu Abraham gesagt. Das Problem dabei war nur, dass Abraham ja gar kein Jude war. Was? Wieso? Naja, weil der Urenkel von Abraham war Juda. Der ist ja da erst geboren. Abraham, Isaak, Jakob, Juda. Und selbst da gab es noch keine Juden. Juden gab es erst, nachdem die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen sind. Da haben die sich selber dann Juda genannt, Juden. Das ist der Zeitpunkt, an dem erst Juden. Abraham war noch kein Jude. Aus Abraham sind da andere Völker noch gekommen. Der hat ja die Ketura auch noch geheiratet, der hat noch andere Kinder gehabt, ja. Paulus sagt es im Römerbrief, nicht alle, die von Abraham abstammen, sind auch Israel. Ja, da sind auch noch andere. Also was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt zu Abraham, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Warum? Alle, die so glauben wie du, alle, die einen Auferstehungsglauben haben, die sollen gesegnet werden. In dir, Abraham, und in deinem Auferstehungsglauben, den du hast, wird die ganze Welt gesegnet werden. Warum? Weil alle Völker werden irgendwann an die Auferstehung Jesu Christi glauben. Das ist der Gedanke, den Paulus hat im Neuen Testament. Das war ein ketzerischer Gedanke damals. Und er ist heftigst verfolgt worden von den Juden. Paulus ist das teuer geworden, dass er das gesagt hat. Ja? Und es wird heute wieder teuer werden. Das wird wieder kommen. Ja? Aber der Gedanke ist natürlich sehr schwierig, weil viele Christen natürlich auch aufrichtigerweise auch für Israel sind und für Israel beten. Und das sollen wir auch tun, wir sollen für Israel beten. Ja? Wir sollen beten, dass Israel zum Glauben an Jesus Christus kommt. Wir sollen auch beten, dass die Russen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Auch die Amerikaner zum Glauben, viele sind ja, ja, aber auch die Deutschen und die Österreicher. Wir sollen für alle Völker beten, natürlich, ja, für alle Völker, ja.
Aber das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, in der man da steht, vor allem jetzt, wo Israel so in kriegerischen Auseinandersetzungen ist und fast alle evangelikalen Prediger irgendwo einspannt, damit man für Israel betet, Israel finanziell unterstützt, damit Israel nicht alleine ist, weil Israel steht in der Gefahr, vollkommen isoliert zu werden bei dem, was die machen im Nahen Osten, ist in Irrsinn. Ja? Haben wir vielleicht aber gleich auch noch Zeit, drüber zu sprechen. Ja? Aber das ist eine schwierige Sache. Ich weiß, dass ich wieder behutsam und auch geduldig sein, wenn jemand sieht, dass so das Israel Gottes Volk ist, dann sei ihm das unbenommen. Ja? Aber Petrus sagt zu den Christen, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid das Volk des Eigentums. Ihr seid das königliche Priestertum. Ihr seid das königliche Geschlecht. Ja? Ihr seid das Volk Gottes, die ihr vorher kein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr vorher nicht in Gnaden wart, jetzt aber in Gnaden seid. Das ist 1. Petrus 2, Vers 9. Das sagt er aber nicht zu Israel. Das sagt er zu den unbeschnittenen Goi, die aber in Jesus sind. Ja? Und das war etwas vollkommen Neues. Und deswegen, dass die Juden das damals verfolgt haben, das Evangelium, und das als falsch angesehen haben, kann ich gut verstehen. Das habe ich mich ganz verzettelt. Ich wollte nicht so lange da sprechen drüber. Ja? Aber ich wollte euch da nur so ein bisschen mitgeben. Das ist eine ganz schwierige Situation. Und ich kenne viele, die da auch widersprechen. Ja? Aber ich kann da nicht vom neutestamentlichen Volk Gottes weggehen. Ja, ich kann ja nicht einfach sagen, die Christen wären nicht Gottes Volk. Weil wenn Israel Gottes Volk ist, dann sind die Christen nicht Gottes Volk. Es geht nicht nebeneinander, es passt nicht nebeneinander, obwohl es viele gerne hätten. Ja? Aber Israel, auch Israel, für Israel gibt es auch nur einen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und an Jesus führt nichts vorbei, auch nicht die Abstimmung von Israel. Das führt nicht. Auch Juden müssen Jesus haben zur Vergebung ihrer Sünde. Es gibt nur, ist ja einfach, oder? Es gibt nur einen Weg, Jesus, auch für Israel. Ja, ja. Und selbst wenn es der Christus ist, der auf den Ölberg erscheint, wo es dann nicht mehr um Wiedergeburt geht, ja, aber das ist der einzige Weg. Und wieso vergessen die Christen das? Wieso vergessen wir unseren Herrn Jesus Christus, wenn es um Israel geht? Das ist heftig, ja. Aber ich wollte das nur so kurz mal anreißen. Wir können uns gerne noch darüber unterhalten auch. Und ich nehme auch niemand übel, wer das nicht so sieht. Das heißt nicht, dass ich ein Gegner Israels wäre, ja. Das wird ja auch schnell dann unterstellt, ja. Oder AS wäre, ja. Ich bin überhaupt kein Gegner Israels, aber Israel hat eine andere Zukunft zu erwarten. Leider, das wünscht man niemanden, als man das oftmals sieht. Ja? Das sagt die Prophetie. Zwei Drittel davon wird auch ums Leben kommen, wird umkommen. Ein Drittel bleibt übrig. Und das eine Drittel wird nochmal reduziert, nochmal geläutert, nochmal gereinigt, bis nur ein ganz, ganz kleiner Überrest übrig bleibt von dem echten ethnischen Israel. Das ethnische Juden sind. Das weiß aber nur Gott, wer das ist. Ja? Ich will jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Okay, also ihr seht schon, hier wird schon die Landgabe von Gott verheißen. Ja? Also nahm Abraham, da heißt er noch Abraham, noch nicht Abraham, noch nicht Vater einer Menge, sondern Abraham, ja? Nahm sein Weib Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Seelen, die sie erworben hatten in Haran, ja, da waren sie ja hängen geblieben, und zogen aus zu reisen in das Land Kanaan. Und als sie gekommen waren in dasselbe Land, da zog Abraham durch bis an die Städte Sichem und an den Hain More, und es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Landverheißung. Dieses Land, in das du gezogen bist, das gebe ich deinen Nachkommen. Ja? Und er baute da selbst einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Jetzt ist die Frage, wer bekommt dieses Land? Naja, der Abraham. Und seine Nachkommen. Jetzt steht es aber im Singular im Hebräischen. Es steht in der Einzahl. Ja? Und darauf bezieht sich Paulus in Galater 3, weil er konnte Hebräisch, der Paulus. Ja? Der schreibt, so ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen geschenkt hat. Er sagt übrigens nicht den Nachkommen, als ob es viele wären, plural, sondern es ist von einem die Rede, deinem Nachkommen, und das ist, aha, nicht Israel. Paulus sagt hier, die Verheißung, die an Abraham geschehen ist, des Landes, die ist an Christus geschehen. Ich gebe das dir, Abraham und Christ, das ist Christi-Land. Wir können auch auf Hebräisch sagen, dann versteht ihr das besser. Das ist das Land des Messias, ja? Selbe Wort, Christus und Messias. Christus ist griechisch, der Gesalbte. Maschiach ist Hebräisch, der Gesalbte. Das ist das Land Christi, das Land des Messias, das gehört dem Messias. Natürlich, das steht in Jesaja 8, 9, 10, 11, überall, ja? Dass Assur fallen wird in dein Land, O Immanuel, steht dort, ja?
Also das, Israel ist eigentlich das Land Jesu Christi. Und deswegen sagt Paulus, wenn diese Verheißung, diese Zusage, diese Verheißung, die Gott dem Abraham und seinem, seht ihr das, ja? Singular. Seinem Nachkommen geschenkt hat, ja? So ist es auch mit diesen Zusagen. Er sagt übrigens nicht den Nachkommen, sondern er sagt deinem Nachkommen und das ist Christus. Das heißt also, hier steht, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dies Land geben. Und er baute selbst einen Altar dem Herrn. Das Land gehört dem Messias. Ja? Ich muss einschränkend sagen, es gibt auch Stellen, die sehen wir auch gleich nochmal im Römerbrief, da wo auch steht, ich habe das Volk deinen, ja, Abraham. Und, ja, das gibt, ist Mehrzahl. Ja? Man muss das vor dem Hintergrund auch sehen. Diese Aussage von Paulus im Galaterbrief, die ist, glaube ich, auch ziemlich angefochten worden. Weil diese Einzahlstellung, die sieht man hier schon. Ja, das ist schon Einzahl deinem Samen. Aber es gibt so ein Singularis Pluralis, sage ich mal irgendwie. Ja? So eine Einzahl, die stellvertretend für den Plural steht. Das gibt es im Hebräischen und im Griechischen auch. Aber Paulus macht diese Aussage im Galaterbrief. Ja? Der sagt, diese Zusage, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen gegeben hat, das ist Christus. Das steht wörtlich in Galater 3,16. Das ist neutestamentliches Dogma, kommen wir nicht vorbei. Ja? Und trotzdem gibt es solche Stellen, auch an anderer Stelle, zeige ich euch auch gleich noch, muss man der Offenheit halber sagen, aber Paulus legt das auf Christus aus. Christus war sein Ziel und seine Botschaft. Ja? Und deswegen benutzt er auch diese Texte so aus dem Alten Testament. Ja? Später, dann im Kapitel danach, wird die Verheißung ausgeweitet auf die ganze Welt. Ja? Nachdem Lot weggezogen war, der Lot ist ja weggezogen, die haben ja Ärger gehabt, die Hirten, ja, weil die Herden waren zu groß. Und dann hat der Abraham dann zu Lot gesagt, gut, also dann wähl du dir, ob du im fruchtbaren Sodom sein willst oder, ja. Und dann sagen die, hat der Lot dann Sodom gewählt, ja, die fruchtbare Ebene. Es war damals noch fruchtbar, heute ist das Todesmeer, salzig, ja, alles andere als fruchtbar, aber damals war das eine fruchtbare Ebene. Und dann ist der Abraham halt auf diese Höhen gezogen mit seinen Schafen und seinen Leuten. Und die Leute werden zu ihm gesagt haben, bist du eigentlich verrückt? Du kannst ja deinem Neffen nicht einfach das fruchtbare Land lassen. Schau uns an. Wir ziehen jetzt mit den Schäflein hier diese trockenen Berghänge hoch. In 3 Tagen sind dir die alle verdurstet. Du bist doch der Onkel. Du bist der Ältere. Du hättest Sodom wählen müssen. Ja? Das war ein echter Glaubensschritt von Abraham, auf die Höhen zu ziehen. Wie das ausgegangen ist, wisst ihr ja. Ja? Aber das war eine ganz einsame Entscheidung, die der Abraham dort getroffen hat und eine totale Glaubensentscheidung. Und ihr findet das auch durch die Zeit auch der Christen, wenn ihr an den Lago Maggiore fahrt und fahrt ins Verzaskertal und fahrt bis ganz oben hin ans Ende vom Verzaskertal, dann findet ihr ein evangelisches Kirchlein. Ja, die Katholischen waren unten am See, da gab es Fische, da gab es Handel, da gab es Geld, da war das Leben angenehmer. Der Frühling kam auch früher, ja, und blieb auch länger dann der Sommer. Ja. Und oben hinten in den Tälern, oben auf den Bergen, wie beim Abraham, da sind die hingezogen. Ich komme vom Westerwald. Ja. Unten im Tal ist Köln. Köln, da ist der Rhein, da gibt es Handel, da ist die große Kirche und die großen Deals, die werden halt in Köln gemacht. Und die Christen sind irgendwann halt nach Montabaur rauf und auf die Höhen vom Westerwald. Ja? Montabaur, das ist eingedeutscht. Montabor, oder? Hört ihr das? Berg Tabor, das ist der Taborberg. Montabaur heißt es heute im Deutschen. Ja? Das sind so alte biblische Namen, als ob die Frommen, die Christen dann, die sind irgendwann da rausgezogen. Und die sind halt auf die Höhen vom Westerwald gezogen, wo die Äckersteine gewesen sind, aber wo sie ihren Glauben leben konnten. Das hat es immer wieder gegeben. Das ist bei Abraham ja auch gewesen. Ja? Das ist der Archetypus für das, was nachher immer wieder gewesen ist. Ja? Nachdem Lot weggezogen war, sagte Jahwe, sagte Gott zu Abraham, das ist jetzt die neue evangelistische Übersetzung, blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Der Abraham, der war verzagt. Ja, der sagt, wie geht denn das jetzt weiter? Was mache ich denn jetzt? Ja? Und die Hirten waren wahrscheinlich auch keine großen Freunde von seiner einsamen Entscheidung. Jetzt kommt Gott und tröstet ihn. Das ist aber schön. Ja? Gott ist ein Freund, ist ein freundlicher Gott. Ja? Der lässt seinen Abraham da nicht hängen. Ja? Dann sagt er, blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Hier haben wir jetzt im Plural. Ne? Ja?
Und deine Nachkommen, Plural, werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Das ist eine irdische Verheißung von irdischen Nachkommen. In Klammern Israel, ja? In Klammern vielleicht tausendjähriges Reich, was noch kommt, wo Israel groß werden wird, ja? Irdisches Volk, ihrer Annahme wird Leben aus den Toten sein. Deine Nachkommen werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Nur wenn jemand die Staubkörner zählen könnte, würden auch deine Nachkommen gezählt werden können. Mach dich auf und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Landverheißung. Ja, und hier haben wir jetzt deinen Nachkommen. Das ist jetzt Plural. Ja? Also man hat durchaus auch diese Mehrzahlform. Ja? Zumindest hier in der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich muss es nochmal sagen. Also das ist die neue evangelistische Übersetzung. Und die übersetzt deinen Nachkommen, ja, Plural. Deine Nachkommen, also sie nimmt Plural. In meiner alten Lutherbibel steht das aber hier noch im Singular. Und deinen Samen werde ich machen, ja. Das heißt, man hat in der neuen evangelistischen Übersetzung diesen Singular in den Plural geändert, ja. Bitte? Was richtig ist? Das Singular. Ja, Singular ist richtig, neue evangelistische Übersetzung übersetzt trotzdem Plural. Ich habe extra nachgeguckt. Ja? Und das ist praktisch jetzt in interlinear, das ist der hebräische Text, diese schwarzen Zeichen ist hebräisch, das blaue ist Umschrift, damit auch unser eins das lesen kann. Ja? Und das ist rote ist Englisch. For all the land which you see, denn all das Land, das du siehst, to you I give, gebe ich dir and your descendants und deinen Nachkommen even to ever, für ewig. Das ist das, was da steht. Und das sind die Nachkommen, your descendants. Und da steht hier unten zweite Person, maskulin, singular. Einzahl. Das ist der Originaltext. Ja? Das heißt also, man sieht hier, im Englischen ist hier auch ein S dran. Ja? Die haben auch ein Plural daraus gemacht. And your descendants. Eigentlich müsste ich den and your descendant. T. Ja? Merkt ihr, da wird so ein bisschen, ja, dass es irgendwie passt. Aber im Hebräischen ist das zweite Person maskulin singular. Ich, du, zweite Person, du, maskulin singular. Ja? Deine Nachkommen. Aber er sprach zu Abraham, diese Stelle gibt es hier auch, da sollst du wissen, dass dein Same, Singular, wird fremd sein in einem Lande, das nicht sein ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will richten das Volk, dem sie dienen, Plural, ja, dem sie dienen müssen, danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Also man findet beides, man findet auch diesen Plural im Text und das ist auch im hebräischen Grundtext Plural. Ja? Obwohl hier diese Singularform steht. Paulus hat das benutzt, um das auf Christus zu deuten, diese Singularform. Und das darf der auch, der Paulus. Ja? Ich will damit nur zeigen, das war praktisch eine Verheißung, wo Gott dem Abraham erst das Land gibt und dann gibt er ihm die ganze Welt. Und jetzt kommen wir zu Abrahams Glaubensgerechtigkeit. Zwischen diesen Kapiteln 12, 13, 14 und dem Kapitel mit wo es um die Glaubensgerechtigkeit geht, sind diese Begebnisse gewesen. Der Abfall Lots, Abraham befreit ihn, Abraham gibt den zehnten Teil der Beute an, Melchisedek. Ah, den kennen wir doch schon in Melchisedek. In Melchisedek sind doch alle zinsbar geworden, sogar der Erzvater Abraham in Melchisedek. Ja? Melchisedek war ein Priester Gottes, ein Priesterkönig. Melech Zadok, Melchisedek. Ja? Sedek ist Zadok. Sedek ist Zadok, heilig. Zadik sind die Heiligen im Hebräischen. Der hohe Priester ist der Zadik, ein Priester. Und Melech, Melchi hier, ja, Moloch kommt auch daher, ist für einen bösen Herrscher. Ja. Aber Melech ist der König. Melech Zadok, Melchisedek, ein Königpriester war Melchisedek. Christus wird ein Königpriester sein. Priester ist er heute schon für die Gemeinde Jesu. König wird er sein, wenn er auf den Ölberg kommt und eingesetzt wird, sagt Zacharja. Dann wird Frieden sein auf seinem Thron, Frieden sein zwischen dem Priestertum und dem Königtum in Christus, wenn er Priester nach der Weise Melchisedeks ist.
nach einer ewigen Priesterordnung. Warum? Weil Melchisedek ja kein Geschlechtsregister. Wo kommt denn der her, der Melchisedek? Überleg doch mal, wer war das denn? Das ist 1. Mose 14, ja? 15. Wo kommt der denn? Wo war der denn? Von welchem Gott war der denn überhaupt Priester? Ja? Der hat gar kein Geschlechtsregister. Ja, und der Hebräerbrief, der deutet das und der sagt, ja, der war ohne Anfang und der ist auch ohne Ende. Der taucht plötzlich im Alten Testament auf und dann ist er wieder weg. Als ob er Licht aufstrahlt und dann wird es wieder dunkel. So ein kleiner Lichtstrahl kommt da. Und dann haben die Apostel im Neuen Testament, die haben gesagt, unser Herr Jesus Christus, der ist der Königpriester, der ist Melech Zadok. Und dem ist schon Abraham zinsbar geworden. Die konnten plötzlich verstehen, warum es diesen Melchisedek im Alten Testament gibt. Und dann haben die das ausgelegt und haben gesagt, Christus ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks, nach der Priesterordnung Melchisedeks. Wisst ihr, was die Juden da gesagt haben? Was? Nach welcher Priesterordnung? Wo steht die denn? Was faselt ihr denn da? Wir haben einen hohen Priester und diese Priesterordnung steht in 3. Mose. Das steht im Tanach. Das können wir euch zeigen. Und zwar Kapitel für Kapitel, Absatz für Absatz. Das ist eine Priesterordnung, die aaronitische, levitische Priesterordnung. Die steht hier geschrieben. Und jetzt zeigt mir doch mal bitte, wo die Priesterordnung Melchisedeks geschrieben steht. Bitte schön. Wir Christen, ja. Bei uns kommt das mehr oder weniger natürlicherweise, wenn ich frage, so nach welcher Priesterordnung ist denn? Ja, nach der Weise Melchisedeks, weil wir Christen wissen das. Für uns ist das seit 2000 Jahren Marschgepäck. Aber damals war das eine Auslegung, die war so schräg, die war so weit weg von dem, was man bis dahin über Melchisedek gedacht hat, dass die Juden gesagt haben, die Christen und dieser Paulus, der ist total verwirrt. Priesterordnung Melchisedeks, nie gehört. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist, Melchisedek. Ja, der taucht da mal auf. Der war halt in der Frühgeschichte der Menschheit, war der da mal irgendwo Priester, aber wir wissen doch sonst überhaupt nichts über diesen Melchisedek. Versteht ihr den Skandal? Hört ihr das? Ja? Das war ein absoluter Skandal. Für uns heute ist das Marschgepäck. Wir glauben, das wäre so, naja gut, steht ja da im Neuen Testament, aber das gab es damals noch nicht, das Neue Testament. Ja? Das heißt, die haben durch den Geist Gottes das Alte Testament gedeutet auf Christus. Das macht Paulus mit dem Singular, das macht der Hebräerbrief mit Melchisedek. Und das hat sich Stück für Stück entwickelt, dieses Evangelium. Das ist nicht einfach so plumps da gewesen. Sondern die Juden haben, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, erstmal nicht an Jesus geglaubt. Und dann kommt Pfingsten. Dann kommt die Geistesausgießung zu Pfingsten. Dann predigt Petrus in Apostelgeschichte 2, ja, von Christus. Und dann hören die Juden und mit der Zeit bekehren die sich auch. Sogar bei der Pfingstpredigt von Petrus. Tausende kommen zum Glauben an Jesus. Aber, sagt die Apostelgeschichte, sie waren alle noch eiferer fürs Gesetz. Für welches Gesetz? Das vom Sinai. Ja gut, wir haben da eben gesagt, Jesus ist ein neues Priestertum, gilt ja auch neu, gilt das Gesetz vom Sinai ja nicht mehr. Ja, ja schon. Wir nach 2000 Jahren in Teschelsberg hier, da, wir verstehen das. Aber die damals kamen ja aus dem kulturellen Hintergrund des Judentums. Und die haben langsam erst angefangen zu verstehen. Die haben gesagt, also einverstanden, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Einverstanden, in Klammern, großes Zugeständnis. Er war das Opfer, in dem vom Tanach die Rede steht. Großes Zugeständnis des Judentums. Gott hat einen Menschen, den Mensch Jesus Christus, geopfert für meine Sünde. Und damit ist das in Erfüllung gegangen, was an Opfervorschriften im Alten Testament war. Großes Zugeständnis des Judentums. Jetzt drehen die sich rum und sagen, ja, und der Tempel? Sollen wir jetzt noch opfern? Müssen wir ja eigentlich, steht ja, wir haben ja auch einen hohen Priester, wir haben mehrere hohen Priester, ja? Das war so 30, 40 nach Christus, ja? Sollen wir noch opfern im Tempel? Naja, eigentlich schon. Ich meine, wir sind Juden und wir haben den Tanach und wir haben einen hohen Priester und wir haben hier ist der Tempel, hier wird geopfert, ja? Aber eigentlich war das ja eine falsche Priesterordnung, ja? Weil das Priestertum hatte nach Pfingsten spätestens ja schon gewechselt auf Christus. Und wo sich das Priestertum geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Und zwar in das Gesetz des Geistes, da kommen wir später zu. Das heißt, das Gesetz vom Sinai ändert sich in das Gesetz Christi.
Das ändert sich in das Gesetz des Geistes, das ändert sich in das Gesetz der Freiheit. Davon schreibt Paulus, wir leben in einem neuen Gesetz, wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten in Christus. Und wir verstehen das Wort nicht mehr buchstäblich, sondern nach seinem inneren Sinn, nach seinem Wort und Wesen, weil der Geist Gottes uns das offenbart, dass Melchisedek ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus Christus ist. Das ist etwas anderes. Wir tun nicht das Gesetz, um gerecht zu werden vor Gott. Wir sind etwas in Christus und deswegen tun wir etwas. Das ist aber genau das Gegenteil vom Alten Testament. Die Gemeinde im Alten Testament, das alttestamentliche Gottesvolk, das war angehalten, tu das Gesetz und wer das Gesetz tut, der soll leben. Im Neuen Testament heißt es, du musst etwas sein und dann bekommst du ewiges Leben. Du musst von Neuem geboren werden, Nikodemus. Ja? Das heißt, Paulus sagt, das Gesetz ist nicht des Glaubens, sondern das Gesetz muss getan werden, Galaterbrief. Ja? Für uns hat aber jemand das Gesetz getan, unser Herr Jesus Christus. Und der ist gestorben und auferstanden. Und deswegen sind wir vom Gesetz frei. Da kommen wir später nochmal drauf, wer von uns frei ist. Ja? In Klammern, unser neuer Mensch ist vom Gesetz frei. Unser Alter ist noch unter Gesetz. Und er wird nach diesem Gesetz auch sterben und wieder zur Erde werden, weil er der irdische Mensch ist, der Mensch in Adam. Und das Gesetz gilt auf der Erde und gilt für ihn. Und unser alter Mensch stirbt, weil wir das Gesetz übertreten haben. Hätte unser alter Mensch das Gesetz getan, würde unser alter Mensch ewig leben. Beweis? Jesus. Der Mensch Jesus hat das ganze Gesetz gehalten. Das ist übermenschlich. Aber der Mensch Jesus war unter das Gesetz getan, war Jude und musste das Gesetz halten. Nicht irgendwas, Jesus musste das Gesetz halten. Galater 1, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Christus war unter Gesetz. Und zwar unter dem aaronitisch-levitischen Priestergesetz. Und das hat er gehalten. Ja, dann hätte Jesus ja ewig leben können. Ja, natürlich. Wer sagt das? Naja, Gott sagt das. Wer das Gesetz tut, soll leben. Ja, aber er ist ja gestorben. Genau. Jesus ist trotzdem gestorben, hat den Tod erlitten. Ja. Ja, aber für sein eigenes Leben, für sein eigenes ewiges Leben, hätte der Mensch Jesus ja schon mit dem Halten des Gesetzes genug getan. Genau. Also hat er durch das Sterben auf Golgatha ja mehr geleistet, als für sein eigenes Heil nötig war. Genau. Und das ist für euch. Ja? Und dass Gott das anerkannt hat, dass Jesus ohne Sünde war, ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, aber es liegt mir so am Herzen, weil es so wichtig ist, ja, dass Gott das anerkannt hat, das seht ihr in der leiblichen Auferstehung. Denn Jesus konnte ja nur deswegen leiblich auferstehen, weil sein Leib ohne Sünde war, oder? Hätte er eine Sünde getan, hätte Jesus nicht auferstehen können. Oder andere Perspektive, hätte Gott der Vater Jesus nicht auferwecken dürfen, weil dann wäre er im Tod geblieben, weil er gesündigt hat. Die Tatsache aber, dass Jesus auferweckt wurde vom Vater im Himmel, und zwar leiblich, nicht irgendwie spirituell, sondern leiblich auferstanden ist, heißt, dass sein Leib ohne Sünde war. Das heißt, er hat das ganze Gesetz gehalten. Dann heißt das, für sein eigenes Heil hätte der Mensch Jesus nicht sterben müssen, weil er das ganze Gesetz ja gehalten hat. Und er hätte mit seinem Leib auffahren können in den Himmel. Beweis, Berg der Verklärung. Ja, sein Leib wird weiß wie die Sonne, wie Schnee. Ja? Sein irdischer Leib wird verklärt, nicht der Leib von Petrus, das war vorbei und euer und meiner leider auch nicht mehr. Ja? Aber sein Leib war ohne Sünde und die leibliche Auferstehung Christi zeigt, der Vater erkennt an, dass er ohne Sünde war. Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Also war der Leib Jesu heilig und er sollte die Verwesung nicht sehen. Deswegen ist er auferweckt worden, deswegen lebt Jesus. Wenn aber Jesus ohne Sünde war und trotzdem gestorben ist, hat er ja mehr getan, als für sein eigenes Heil nötig war. Und das ist unseres. Und da stellen wir uns drauf. So funktioniert Erlösung, Vergebung. Ja? Das ist was Schönes. Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 5, wieso predigen von euch denn einige, dass Christus nicht auferstanden wäre, der doch auferstanden ist von den Toten. Weil wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann werden wir als Lügner erfunden, die wir sagen, Christus wäre auf und so weiter. Ja, ihr kennt die Bibelstelle, ja, ja. Das heißt also, Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist leiblich, dann gibt es keine Erlösung. Warum? Ja, dann hätte er gesündigt.
dann hat Gott ihn nicht auferwecken können, dürfen. Dann hat er nicht auferstehen dürfen, weil er ja gesündigt hat. Wenn aber Christus leiblich auferstanden, so ist aber Ostergruß, ja, so ist aber denn Christus auferstanden, ja, und so weiter. Und da bricht das Evangelium raus aus dem Paulus, ja. Und das ist das, was das Neue Testament an Botschaft hat für uns. Und das, ihr lieben Geschwister, das empfinden wir nicht. Das predigt uns das Wort, ja. Deswegen glauben wir entgegen dem, was wir empfinden, glauben wir dem, was geschrieben steht. Ja, und das ist wahr. Und das wird kommen, das wird niemand aufhalten. Und deswegen sind wir als Gläubige Wartende. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und dass wir ihn sehen dürfen, so wie er ist. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und unser alter Mensch, der wird sterben. Warum? Weil er das Gesetz übertreten hat. Soll sich lügen, soll sich stehlen, soll sich Ehe brechen, lass sich gelüsten und so weiter. Ja? Unser alter Mensch hat das Gesetz übertreten. Deswegen wird der alte Mensch sterben. Der alte Mensch ist auch nicht in der Lage, dem Gesetz Gottes zu entsprechen. Das kann der alte Mensch nicht. Das hat Jesus für uns getan. Und hat uns eine neue Natur geschenkt. Und diese neue Natur ist nach Gott. Und diese neue Natur ist im Himmel. Die erreicht das Gesetz überhaupt nicht, weil das Gesetz gilt nur auf Erden, sagt Paulus auch im Galaterbrief. Und diese neue Natur ist ja nach Gott geschaffen und ist deswegen perfekt. Wenn das Gesetz käme, würde das sagen, an der neuen Natur, da habe ich gar nichts auszusetzen. Und jetzt sagt Paulus, wir sind nicht mehr unter Gesetz. Und meint damit den neuen Menschen, ja? Der neue Mensch ist nicht mehr unter Gesetz. Der alte schon und der übertritt es, der alte hinkt. Wir hinken, wir humpeln so ins Himmelreich. Aber wir sollen wissen, der Neue nicht. Der Neue wird bewahrt im Himmel durch Gott in Christus. Sonst gäbe es kein Heil. Sonst gäbe es keine Heilssicherheit. Gewissheit, weiß ich, ich kann das nicht so richtig überschauen, wie das, ja, versteht, wie ich das meine. Ja? Dieser neue Mensch wird aufgespart im Himmel für uns. Ja? Und der ist nicht unter Gesetz. Und die Gemeinde Jesu, und dann komme ich damit zum Schluss, weil das ist mir so wichtig, weil das, wir hören das kaum noch. Die Gemeinde Jesu soll nicht das Gesetz tun. Die Gemeinde Jesus soll Christus darstellen. Das ist etwas anderes. Und das ist viel, viel mehr. Wenn ihr irgendwo in der Firma arbeitet und hinten an der Drehbank, ja, da wissen die Kollegen da hinten, der ist Christ, dann sagen die, wir haben mal mit Christus zusammengearbeitet. Also mit einem aus seinem Leibe, ja. Ja, das Haupt ist im Himmel, aber und wir sollen nicht das Gesetz tun, wir sollen nicht buchstabenmäßig das Gesetz sezieren und das irgendwie halten, sondern wir sollen Jesus Christus darstellen im Fleisch. Dann halten wir auch das Gesetz, aber nebenbei. Ja? Wer Christus darstellt, der wird nicht lügen, der wird nicht stehlen, der wird nicht falsch Zeugnis reden, der wird Vater und Mutter ehren, oder? Ja? Das heißt also, wenn wir Christus darstellen, dann werden wir die 10 Gebote halten und alle 613 Gebote, wenn es 613 sind, da müsste man ja auch mal sprechen drüber. Ja? Das Gesetz, das halten wir dann sowieso. Ah ja, spielt da nicht so weit. Aber das ist so wichtig, dieses Thema, ja, dass wir das verstehen. Wir sollen etwas sein. Ja? Und so viele Christen sind so gebunden an das Gesetz und werden dann irgendwann auch gesetzlich und werden ganz hart und werden ganz streng und wissen in sich selbst schon gewiss, dass sie nicht authentisch sind mit ihrem Christenleben. Ja? Und das sollen wir nicht tun, sondern wir sollen authentische Persönlichkeiten werden in Gott, in Christus Jesus. Dazu hat uns Christus befreit, das schreibt Paulus auch. Ja? Und das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Und jetzt sehen wir, dass die Gemeinde Jesu mehr ist als Israel. Ja? Israel war das Modell 1:50 im Alten Testament. Die Gemeinde lebt in den Wesenheiten des Glaubens. Ja? Weil Gottes Geist uns Stück für Stück verstehen lässt, was sein Wille war für die Gemeinde. Das ist ein großes Geheimnis. Und dass wenn der Paulus das gepredigt hat, der ist geschimpft worden dafür. Ja? Die haben gesagt, schaut euch diesen Wirrkopf an. Was der da, der sagt, diese Goi, diese Korinther, das wäre Tempel Gottes. Ja? Schreibt ja an die Korinther, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes oder euer Leib ist ein Tempel Gottes. Dann haben die Juden gesagt, hier in Jerusalem ist doch der Tempel. Aus Holz und Stein schaut ihn euch an, hier ist der Hohepriester, hier sind die Opfer, hier, das ist Judentum. Ja? Nicht bei den Griechen. Schaut euch mal an, was die machen so, die Griechen. Ja? Ist da nicht, ja? Und der Augenmensch, der hat das nicht verstehen können. Ja? Und das geht bis heute so mit dem Evangelium. Kann nicht jeder alles verstehen. Gehört auch nicht alles jedem. Manches im Evangelium ist für euch ganz privat zwischen eurem Gott und euch. Und manches ist nur für die Gemeinde Jesu und nicht für die da draußen. Die da draußen können das nicht verstehen.
Das sind ganz feine, ja. Jesus sagt mal, werft die Perlen nicht vor die Säue, ja? Denn die zertreten die Perlen, die drehen sich rum und zerreißen euch. Manchmal muss man Dinge für sich behalten. Ja? Die sind trotzdem für die Gemeinde und sind auch wahr. Aber die Gesetzesleute drehen sich rum und zerreißen euch dafür. Gut, wir kommen da später noch drauf. Glaubensgerechtigkeit, also das ist was ganz, ganz Wichtiges. Wollen auch nicht allzu lange machen. Wie lange haben wir denn überhaupt noch? Wie viel Zeit habe ich denn noch bis zum Essen? Ah, da ist eine Uhr, 5:10. Ja. Also 5:30 spätestens machen wir Schluss. Ist das okay? 5:30, ja. Okay, also nach diesen Geschichten begab sich das zu Abraham, geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Da hat er den Lot befreit, ja, und dann hat er von den Königen hat er kein Geld bekommen, hat das alles abgegeben da und hat die Leute bezahlen lassen und dann ist er wieder zurück und Gott kommt und sagt, was willst du haben, Abraham, ja, als Lohn was für das, was du da bekommen hast. Und Gott sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ich bin dein sehr großer Lohn. Abraham, ganz deprimiert, antwortet Abraham, ja, der ist durch, der ist fertig, ja, Burnout, ja. Herr, was willst du mir geben? Ja, aber das, manchmal sind wir so, der war deprimiert, der Mann, ja, Depression, ja, selbst zu dem ewigen Gott sagt er das, ja, was willst du mir, ja, okay. Ich gehe dahin ohne Kinder und dieser Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keinen Samen gegeben, ja, keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinem Gesinde soll mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so soll dein Same werden. Das muss dann auch eigentlich plural sein. Einverstanden, ja? Es sind ja viele Sterne, nicht ein Stern, ja? Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das finde ich schön. Der hat einfach geglaubt. Glaube ist das Gegenteil von etwas zu tun. Ja? Glaube wird heute in den Gemeinden, wo wir sind, zur Leistung. Das wird zur Leistung gemacht. Du glaubst nicht genug. Du musst halt mehr glauben. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Wisst ihr, noch mehr glauben. Ja, wie macht man das? Kann mir das jemand sagen? Ich weiß nicht, wie man das macht, noch mehr glauben. Also entweder man glaubt etwas, weil etwas wahr ist, oder man glaubt etwas nicht. Ja? Man zweifelt vielleicht auch manchmal, aber Glaube ist keine Leistung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das hört ihr aber immer. Das Gesetz zu halten, das ist Leistung. Ja? Das Gesetz muss man tun. Das Gesetz ist nicht des Glaubens, sagt Paulus. Galater 4:5 müsst ihr gucken. Ja? Das Gesetz ist nicht des Glaubens. Im Gesetz wird Leistung gefordert. Aber Glaube, es gibt nichts weniger als etwas zu glauben. Glaube ist das Gegenteil von etwas zu tun. Wenn ich das könnte, würde ich das in Großbuchstaben fettgedruckt sagen. Ja? Das ist ganz wichtig. Als die Israeliten in der Wüste waren und gebissen wurden von diesen Schlangen, ja, da sollten die auf die eherne Schlange schauen, mehr nicht. Kein Pflaster, nicht den Schlangenbiss kreuzweise aufschneiden und aussaugen, wie es die Schulmedizin fordert. Ja. Kein Gegengift spritzen, ja, nicht direkt zum Hörer greifen und zum Sanitäter laufen. Nur gucken, das ist wenig, oder? Nur gucken ist schon wenig. Und das meint Glaube. Ja? Das ist mein Glaube. Wenn ich das sage, schimpfen mich viele im Internet und sagen, ja, du willst wohl in allen Sünden leben. Habe ich nie gesagt. Der Wandel eines Christen, der soll vorbildlich sein. Wir sollen pünktlich sein auf der Arbeit. Wir sollen gute Arbeit abgeben. Wir sollen keinen Schluderjahn machen. Wir sollen bekannt sein im Betrieb, dass wir zuverlässige Leute sind. Das heißt, dem kannst du was geben, das ist ein Christ. Der macht es auch fertig. Ja? Also so soll unser Wandel sein. Das ist, Arbeit ist auch Gottesdienst. Ja? Wir sind keine Traumtänzer. Wir sollen geerdete Leute sein. Und das ist wichtig, auch als Zeugnis, weil sonst glaubt uns jemand den Rest nämlich auch nicht. Ja? Also ein Christ soll auch im Wandel vorbildlich sein, gar keine Frage. Auch diszipliniert. Und vielleicht für den Glauben manchmal auch übers eigene Vermögen hinaus. Das gibt's auch. Und dann gibt Gott aber auch wieder Ruhephasen.
Ja, dass man da auch klug mit seinen Reserven umgeht, weil wir verfügen nicht unendlich über Reserven. Da gehört auch Glaubensnüchternheit zu manchmal. Ja. Aber ich will damit nur sagen, dass der Glaube ist das Gegenteil von Leistung. Und der Glaube macht gerecht vor Gott. Der macht noch nicht gerecht vor deinem Nachbarn. Ja? Der macht noch nicht gerecht vor deinem Chef. Der macht noch nicht gerecht vor deinen Mitarbeitern. Das ist Wandel. Das ist der Wandel, das ist was anderes. Aber vor Gott genügt der Wandel nicht. Vor Gott genügt nur Glaube. An was denn? Falsche Frage. An wen denn? An Jesus, das genügt. Ja? Das heißt, der Mensch sagt, lieber Vater im Himmel, das glaube ich, dass du deinen Sohn geschickt hast. Das war nötig, dass du deinen Sohn geschickt hast. Danke, dass du deinen Sohn geschickt hast. Ja? Und das ehrt Gott. Ja? Das ist was Schönes. Das ist Glaube, mehr ist es nicht. Und das zeigt einfach von sich weg auf Jesus. Das fühlen wir nicht. Das steht geschrieben. Ja? Das dürfen wir aber glauben, ja? Weil das Wahrheit ist. Ja? Das heißt, die Predigt des Wortes Gottes verkündigt uns etwas, was wir mit unseren fünf Sinnen nicht erleben, nicht fühlen. Beispiel, die Sonne scheint. Glaubt ihr nicht, ne? Doch, nur über den Wolken. Scheint die Sonne? Ja, natürlich. Was geht? Aber wir haben halt jetzt gerade einen bedeckten Himmel. Wenn die Wolken weg wären, würde die Sonne hier scheinen, ja? Ja? Die Sonne scheint, physikalisch, das ist wahr. Aber die Wolken sind da drüber. So, und so geht es mit unserer Seele. Da sind schon mal Wolken drüber. Zacharja muss erweckt werden, wie einer vom Schlaf erweckt wird. Und dann schaut er, dann sieht er. Ja? Und so sind auch wir ein Stück weit unter Bedeckung. Wir sind auch ein Stück weit wie Schlafende. Unsere Sinne empfinden nicht alles. Ja, deswegen hat Gott uns seinen Geist gegeben, damit wir wissen können, was in Gott ist. Und dann werden wir Stück für Stück, verstehen wir mehr und mehr. Und dieses Wort Gottes, das leuchtet in unsere Empfindungswelt hinein und gibt uns Botschaft über Wahrheiten, die wir natürlicherweise nicht empfinden. Ja, und dass das wahr ist, sehen wir unter anderem am Alten Testament, das ich sehr, sehr liebe, ja, das Alte Testament, weil es so voller Bilder ist auf Christus, ja, und eigentlich Neues Testament ist. Ja. Abraham glaubte dem Herrn und da hat Gott ihm das einfach zugerechnet. Das war dem Abraham nicht zu eigen, das hat ihm einfach zugerechnet. Denn die Verheißung, dass er, Abraham, der Erbe der Welt, der Erbe der ganzen Welt sein sollte, ist Abraham oder seine Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz. Aha, warum denn nicht? Es gab noch keins. Abraham, Isaac, Jakob, 12 Stämme, Mose, Auszug aus Ägypten, Sinai, Gesetzgebung. Aber bei Abraham gab es noch kein Gesetz. Ja? Das heißt, der Abraham konnte überhaupt nicht durch Gesetz gerecht werden. Die Verheißung, dass Abraham der Erbe der Welt sein sollte, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, damit die Verheißung erfüllt werden kann, weil die nämlich nicht in uns ist, sondern in dem, an den wir glauben. Der hat das getan und das kann kein Engel und kein Teufel rückgängig machen. Golgatha ist geschehen. Golgatha ist Tatsache. Golgatha ist nicht zu fühlen. Das ist wahr. Ja? Das geht nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist passiert. Und deswegen bleibt die Verheißung fest, weil wir glauben an den, der auf Golgatha war. Ja? Und deswegen muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, ne? Nicht durchs Tun, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, das sind wir. Nicht allein für die, die aus dem Gesetz leben, sondern auch für die, die aus Abrahams Glauben leben. Und das sind die Christen. Deswegen bleibt die Verheißung fest, weil wir glauben wie Abraham. Und deswegen ist Abraham auch unser aller Vater. Ja, weil wir glauben wie Abraham. Ich war in Stuttgart in der messianischen Gemeinde, wollte mit denen über die Wiedergeburt Jerusalems sprechen. Ich habe gedacht, der Paulus, der hat mit den Juden gesprochen, die haben ihn nicht gehört, da geht er zu den Heiden. Und ich habe gedacht, ich habe mit den Heiden gesprochen, die hören mich nicht, da gehe ich zu den Juden. Die haben mich aber auch nicht gehört. Ja. So, das Erste, was der Bruder da sagt, ich habe das öfter schon erzählt, aber ich finde das so nett. Da steht er da und schlägt jetzt seine Armbeuge. In meinen Adern fließt jüdisches Blut. Sage ich so,
In meinen Adern fließt germanisches Blut. Ich habe blonde Haare, blaue Augen. Ja? Aber lieber Bruder, das spielt keine Rolle mehr, welches Blut in unseren Adern fließt. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir Brüder. Ja gut, okay, ja. War einverstanden. Dann haben wir uns noch dies und das, über dies und das unterhalten. Dann habe ich ihm gesagt, wenn man das Alte Testament mit Gottes Geist liest, dann wird das zum Neuen Testament. Da waren wir Freunde. Das hat er dann auch verstanden, fand er gut. Ja? Mag natürlich auch das Alte Testament. Ja? War ein bisschen stolz, aber gut, Menschen sind so. Ja? Abraham ist unser aller Vater. Nicht, weil wir Kinder Abrahams wären, dem Fleisch nach, unter der Blutlinie nach, sondern weil wir glauben wie Abraham. Mehr noch, wir sind die Erfüllung der Verheißung an Abraham. Wir Heidenvölker, die wir zur Gemeinde Jesu gehören. Denn die Glaubensnachfolger Abrahams sind geworden wie die Sterne am Himmel. 2000 Jahre Christenheit. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Entrückung ist? Das ist keine kleine Sache. Das ist big. Wie viele Leute haben denn an Jesus geglaubt die letzten 2000 Jahre? Und die werden alle in einem Augenblick auferstehen? Das ist groß. Das ist das größte Ereignis, was die Welt je gesehen hat. Ja? Also Golgatha war größer, aber es war halt augenscheinlich kleiner. Aber da werden ja Millionen von, die Gräber hier im Ort werden sich öffnen. Nicht alle, aber einige. Und in eurem Ort die Gräber und in meinem Ort, in München, in Hamburg, in Wien, in Rom, in New York, in Moskau, auf der ganzen Welt. Und die Gemeinde, das wird groß sein, wenn die Gemeinde entrückt wird. Ja, das ist groß. Das ist die Verheißung an Abraham. Das sind die Sterne am Himmel. Ja? Und Israel sicher auch wieder wie der Sand am Meer. Das heißt also, deswegen ist Abraham unser aller Vater. Und deswegen ist Abrahams Glaube auch unser Glaube. Und da schauen wir uns dann noch kurz zum Schluss an. Das ist dieses Kapitel 1. Mose 22. Ja? Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Toll, ja? Ich finde das toll. Ganz kurzer Satz nur. Hallo Abraham, ja? Ich bin online, ja? Wenn ich zu meinem Auto gehen auf den Schlüssel drücke, springt, geht bei euch auch, geht sofort das Auto auf, ja? Das heißt aber, dass euer Auto 24 Stunden auf Empfang ist. Ihr könnt ja jederzeit kommen, ja? Das ist immer auf Empfang, das Auto. So war das bei Abraham auch. Klick, hat, ja? Wach. Der hat nicht geschlafen, der war wach. Ja, der war auf Empfang. Schön, ja? Abraham, hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Das ist das erste Mal, wo in der Bibel Liebhaben kommt. Ja? Deinen eingeborenen Sohn. Und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham des Morgens auf, ganz einfach, gürtelte seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wollen opfern. Wir wollen anbeten. Ja? Opfere. Anbeten. Versteht ihr den Unterschied? Ja? Für Abraham war das eine Form der Anbetung. Abraham hat seinem Gott vertraut. Ja? Wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Das ist das Schub, kehr um. Ja? Wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Wer wir? Abraham und Isaak. Eigentlich müsst ihr ja sagen, wir gehen jetzt darüber zu dem Berg und wenn ich den Isaak geopfert habe, dann komme ich wieder. Gehen wir wieder heim. Aber er sagt das nicht. Er sagt, wir werden wieder zu euch kommen. Das heißt, er geht davon aus, dass er Isaak wieder mitnimmt. Offensichtlich. Wie kommt denn der Abraham da drauf? Der Abraham, der sagt, also Gott hat mir ja den Isaak versprochen vor 14 Jahren. Und der hat gesagt, in Isaak sollen dir Nachkommen genannt werden, von deinem Leibe. Und ich habe versucht, das mal mit der Hagar so ein bisschen, da ist aber so ein Ismael bei rausgekommen, ja. Aber jetzt habe ich einen Isaak bekommen. Und jetzt will Gott, dass ich den opfere. Was passiert denn jetzt? Und da habe ich mich das gefragt. Ich habe meine Frau danach gefragt. Ich habe meine Frau gefragt und habe gesagt, was würdest du denn jetzt denken, wenn du an Isaaks Stelle wärst? Dann hat meine Frau gesagt, ich würde Gott sagen, du hast noch nie ein Menschenopfer gefordert.
Oh, sag ich, das ist gut, ja. Ich hätte gesagt, ich glaube, Gott hat seine Meinung geändert. Das hätte ich gedacht. Abraham hat das nicht gemacht. Abraham hat seine Meinung nicht geändert. Abraham hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn Gott mir den Sohn Isaak gibt und die Verheißung auf den Isaak legt und jetzt will, dass ich den opfere, gibt es nur eine Möglichkeit. Der muss wieder lebendig werden. Der muss auferstehen. Ja, Moment. Das würde ja heißen, Abraham hat in die Auferstehung geglaubt. Ja, aber nicht weniger als das. Das steht so ganz, da liest man ja drüber weg in seiner stillen Zeit, oder? Weil wir wissen ja schon, wie es ausgegangen ist, weil wir haben das ja schon 15 Mal gelesen. Dann fällt uns das nicht mehr auf. Paulus ist es aufgefallen. Wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham hat gesagt, wenn Gott Isaak mir gibt und die Verheißung auf Isaak legt und jetzt will er sich den Opfer, muss er wieder auferstehen. Gedankliche Brücke, wenn Gott seine Verheißung auf Jesus gelegt hat und jetzt nach Golgatha geht und Jesus opfert, dann muss Jesus wieder auferstehen. Anders geht das nicht, oder? Jesaja 53 sagt ja, dass seine Seele, weil seine Seele gearbeitet hat, wird seine Lebenslänge in die Länge gehen. So irgendwo. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Ja? Das heißt, da spricht Jesaja 53 schon vom ewigen Leben Christi. Das heißt also, Jesus musste auferstehen. Hebräer 11, 17. Abraham bindet Isaak als Opfer auf den Altar in dem festen Glauben, dass Gott ihn nach der Opferung wieder auferwecken wird. Das sagt, was ich euch jetzt gesagt habe, steht in der Bibel. Ja? Hebräer 11, Vers 17. Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, den er lieb hatte, haben wir gelesen, ja? Und zwar, als er schon die Verheißung empfangen hatte, als er schon dass Isaak in Isaak Nachkommen er bekommen würde. Das heißt, Abraham hat durch den Glauben Isaak geopfert, als Abraham schon die Verheißung empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Ach so, der Hebräerbrief schreibt das. Ja, der Hebräerbrief erklärt das und sagt, der Abraham, der hat gedacht, Gott kann den Isaak wieder von den Toten auferwecken. Warum? Naja, weil ich schon die Verheißung empfangen habe, dass mein Geschlecht nach Isaak genannt werden wird. Nach welchem Geschlecht sind wir denn genannt? Nach dem Geschlecht Christi. Ja? Christus. Christen. Und das heißt also, der Hebräerbrief, das, was ich euch gesagt habe, steht in der Bibel. Ja? Das heißt also, Abraham hat an die Auferstehung Isaaks geglaubt, wir glauben an die Auferstehung Christi und deswegen ist Abraham unser aller Vater. Wir haben denselben Auferstehungsglauben wie Abraham. Und jetzt stellt euch vor, was wohl gewesen wäre, wenn der Abraham bei der Kreuzigung dabei gewesen wäre. Die Jünger waren ja tief deprimiert, ja? Die standen unter Golgatha, die haben die Tage darauf haben die Welt nicht mehr verstanden, Gott nicht mehr verstanden. Die waren vollkommen desorientiert. Der Abraham, der hätte gesagt, dieser Jesus, der muss wieder auferstehen. Der bleibt nicht im Tod. Dann sagen die Jünger, der ist gerade gekreuzigt worden. Ja, sagt Abraham, ich weiß, aber Abraham war nicht bei der Kreuzigung dabei. Ihr wisst, was ich meine, ja? Aber der hätte diesen Auferstehungsglauben gehabt, weil der Abraham, der hätte gesagt, auf diesem Jesus, da liegt alle Verheißung Gottes. Der kann nicht im Tod bleiben. Der muss auferstehen. Und das war der Auferstehungsglaube Abrahams. Der hätte die Jünger damals trösten können. Warum denn? Weil der so einen festen Glauben hatte, einen festen Glauben an die Auferstehung. Weil die Auferstehung für ihn eine Tatsache war, nichts Unmögliches, was Gott nicht hätte tun können. Natürlich, das hat der alte Abraham geglaubt, nachdem er auch schwierige Zeiten in seinem Leben hatte und auch Zeiten des Unglaubens, des Nichtvertrauens. Aber diese feste Überzeugung von der Auferstehung Christi, hätte ich fast gesagt, Isaaks, ja, das war Abrahams Glaube. Und diese feste Überzeugung an die Auferstehung Jesu, das ist unser Glaube. Und der trägt uns durch, bis wir den sehen, der auferstanden ist. Das sagt Gott. Das sagt Gott. Das wird kommen. Ja? Vorletzte Folie, eigentlich letzte Folie. Römer 4, 16. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf dass sie sei aus Gnaden und die Verheißung festbleibe allem Samen. Warum? Weil wir nicht mehr können. Wir als Glauben können wir nicht. Und wahrscheinlich nicht mal das. Ja?
Glaube ist das Gegenteil von etwas zu tun. Wir glauben an das, was jemand anders getan hat, ja? Damit die aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe, allen Nachkommen, allem Samen, nicht dem allein, der unter dem Gesetz ist, nicht nur Israel, sondern auch nicht Israel, nämlich denen, die des Glaubens Abrahams sind, welcher ist unser aller Vater, weil wir an den auferstandenen Christus glauben, deswegen haben wir denselben Auferstehungsglaube wie Abraham. Das ist was Schönes, oder? Ja? Das heißt also, unser Glaube wird sehr bestätigt, schon durchs Alte Testament. Ja, wir sind in einer ganz, ganz guten Tradition, wenn man das so sagen will. Ja? Und der Glaube, den wir haben, ist nicht Gefühl, sondern faktenbasiert. Das sind Tatsachen. Golgatha ist Fakt. Leibliche Auferstehung ist Fakt. Wir glauben nicht an irgendwelche Geschichtelchen. Ja? Wir glauben an den auferstandenen Gott. Eine Minute habe ich noch und dann höre ich auf. Nur ein Gedanke. Abraham hatte einen doppelten Auferstehungsglauben. Der hat nämlich geglaubt, dass der Isaak von den Toten auferstehen würde. Ja? Der hat aber noch was geglaubt. Der hat geglaubt, dass der tote Leib der Sarah auch zum Leben auferstehen würde. Dass Sarah im hohen Alter noch ein Kind gebiert. Das hat er auch geglaubt. Ja? Römer 4. Abraham hat geglaubt, dass Gott den toten Leib der Sarah noch auferwecken würde. Er hat gehofft, wo nichts mehr zu hoffen war. Abraham. Das heißt, er hat einen doppelten Auferstehungsglauben. Er hat auch geglaubt, dass die Sarah, die nicht mehr fruchtbar war, noch ein Kind der Verheißung im hohen Alter gebären würde, ja, das hat er geglaubt. Jetzt der gedankliche Sprung. Wenn wir glauben könnten, dass die Tochter Zion im hohen Alter nochmal gebiert, ja, dass die Tochter Zion, dass Jerusalem nochmal Wiedergeburt erlebt, dann hätten wir auch einen doppelten Auferstehungsglauben. Wir würden nämlich glauben, dass der tote Leib der Tochter Zion im hohen Alter nochmal ein Kind der Verheißung gebiert. Dann hätten wir einen doppelten Auferstehungsglauben. Den doppelten Auferstehungsglauben zu haben, ist nicht heilsnotwendig. Ja? Ein einfacher Auferstehungsglaube, das ist heilsnotwendig, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Man muss sich an die Wiedergeburt Jerusalems glauben, um gerettet zu werden. Aber um in der Fülle des Glaubens Abrahams zu sein, dürfte das sein. Ist aber nur ein kleiner Gedankenanstoß. Ja? Wir danken dem Herrn für alles, was er uns gibt, ja? In Christus. Amen.